dir eine Frage stellen. Und zwar, um wie viel geht es in deinem Leben um Dankbarkeit? Welchen Stellenwert hat Dankbarkeit zu Gott in deinem Leben? Bist du Gott dankbar? Ich werde dir zwei Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief vorstellen, die sehr, sehr stark sind. Und zwar steht: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Dankt Gott in jeder Lage. In schönen Situationen, in Höchst, ist es einfach Gott Danke sagen, oder? Wenn du gerade die Therapie bestanden hast, wenn du die Autoprüfung bestanden hast oder gerade ein Kind gesund auf die Welt gekommen ist, dann ist es einfach. Wie ist es in schwierigen Situationen, in Tiefs, wo der David vom Saul verfolgt worden ist oder wo sein eigener Sohn in die Königsherrschaft wollte wegnehmen oder an David die Frau weggenommen worden ist und einem anderen gegeben worden ist. Wie ist es in solchen Situationen? Dann ist es schwierig. Gott hat mich in einer Situation herausgefordert und hat gesagt, hey, warum kommst du nur mit Bitte vor mich im Gebet? Fang mal an, Danke zu sagen. Ich habe gedacht, hey, nein, was gibt es denn da, Danke zu sagen? Aber ich habe es geschafft. Ich habe auf meinen Gebetsspaziergang plötzlich angefangen, Danke zu sagen für die Situationen. Und die Situation selber hat sich nicht verändert. Aber mein Fokus hat sich von einer schwierigen Situation auf einen mächtigen Gott geändert. Ich habe anders angefangen, die Situation nachzudenken. Meine Gedanken haben sich verändert. Und schau, mitdenken manchmal so schnell, hey, wir sind mega dankbare Menschen, oder? Vielleicht auch, wenn wir uns draussen vergleichen, ja. Aber darum möchte ich dir zum Schluss noch eine Frage stellen. So, wenn du heute aufgestanden wärst, am Morgen, und nur das zur Verfügung hättest, wo du gestern Gott dafür Danke gesagt hättest, was hättest du zur Verfügung? Ich möchte dich herausfordern, mach dir mal Gedanken über diese Frage. Und probier es aus, in einer schwierigen Situation, mal einfach mit Danksagung vor Gott zu treten. Ich bin sicher, es wird dich verändern.